So Freunde, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video hier auf meinem zweiten YouTube-Kanal Let's Sim. Ja, wir hatten jetzt am letzten Mittwoch einen Livestream und ich habe mir gedacht, ich nehme es nochmal ein bisschen auf, denn ich bin das Wochenende unterwegs. Ich weiß nicht, wie ich nächste Woche Zeit habe. Wie gesagt, wenn man das ganze Wochenende dann on Tour war, dann muss man mal ein bisschen auch den zeitlichen Rahmen finden. Deshalb jetzt heute hier eine Aufnahme für euch. Und wir spielen auf jeden Fall weiter. Ich muss mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Und ja, also Livestream ist natürlich auch wieder geplant. Deswegen springen wir jetzt direkt rüber. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Daumen natürlich nach oben. Und deswegen, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch. Daumen zurück. So, okay. Und wir haben letztes Mal noch diesen Endboss geschafft, was ich sehr, sehr cool fand. Muss ich sagen. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und es waren ja dann auch noch ein paar Leute mit dem Livestream mit drin. War recht ruhig. Also entspannter Livestream. So teilweise 15, so im Schnitt 15 Leute. Das ist recht wenig. Aber gut. Denn somit konnte ich, ja, vieles beantworten. Und wenn so zwischen 20 und 30 Leute mit dabei sind, dann wird es schon meistens schwierig. Obwohl man auch bei 15 Leuten das teilweise überliest. So, also, wir haben letztes Mal diese Handschuhe bekommen. Und da möchte ich natürlich weitergehen. Oh, was hat das denn zu bedeuten? Ah, ich glaube, ich muss hier irgendwie so einen Hebel betätigen. Wird schon klappen. Ja, und jetzt, wenn ihr das sehen werdet, werde ich wahrscheinlich auf der Rallye sein in Köln. Ich bin sehr gespannt. Aha. So läuft das also. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ich komme gut durch. Hoffe, wird alles supi. Und ich freue mich wirklich sehr darauf. Und ja, wir werden es sehen. Aber warum auch immer, die 6 immer wieder. Ich bin einfach gespannt, wie man so diesmal trifft. Auch wie so die Werbekampagne an sich abläuft. Wenn ihr das Video jetzt sehen solltet, könnt ihr nochmal dran denken, wenn ihr möchtet. Ich hab's ja gesagt, ich hab's versprochen. Mittwoch, 20 Uhr. Hab ihn. 20. Nicht 20 Uhr. Boah, da ist ja noch einer. 19.30 Uhr auf NTV. Kleiner Beitrag. Könnt ihr reinschauen, wenn ihr möchtet. Übers Sondeln von mir. Falls man mich... Also ich begleitet wurde. Oh shit, da oben ist noch einer. Nein! Boah! Du dummer... Du Arsch! Nein! Oh, ist das ärgerlich. Oh Mann! Ah! Gibt's doch nicht. Sorry. Oh, ärgerlich, ey. Ich glaub's ja nicht. Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Kann ich mich hochziehen? Ja. So, jetzt kriegt ihr hier von unten voll so einen Pfeil rein. Ich sag's euch. In den Schädel, aber... Ja. Das tust. Willst hier einfach Zimtsalabim mich hier runterknacken, ey. Unfair. Da. Hoch da. Das lassen wir uns nicht gefallen. Oh, da hinten ist anscheinend der Endboss. Mal gucken, wann wir da ankommen. Aber wir sind auf jeden Fall an der Hälfte des Tempels angelangt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Peoples, denn Zimboy wird es auf jeden Fall regeln. Aber es ist immer so, wenn man so einen Zwischenboss hat, dann... Aha. Ist es tatsächlich so, dass man schon ungefähr so bei der Hälfte des Tempels angekommen ist. Hey, du kommst ja gerade recht, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, wie du hier... was du hier suchst, aber könntest du meine Fesseln lösen? Schon dabei. Für dich ist auch was drin. Wenn du mich runterholst, erzähle ich dir ein tolles Geheimnis. Ace. Machen wir das mal. So. Ja, heute ist Donnerstag. Morgen ist Abfahrt. Deswegen, ich habe eigentlich so an sich alles fertig und ready. Aber ich werde gleich das Auto packen. Und nochmal schön saugen. Ist mir wichtig. Wenn ich schon jemanden mitnehme, so jetzt wie Uli, dann soll er auch... Er ist immer sauber. Aber ich mag so immer richtig schön, wenn ich ein bisschen fahre.
Richtig schön sauber. Ich liebe das. Also ist immer sauber. Aber wenn es so wirklich kein einziger Krümel drin ist, liebe ich. Liebe das einfach. Ist so. Auch wenn ich immer meine Autos verkauft, also wenn ich mein Auto verkauft habe, habe ich in den letzten Jahren oft gemacht, so immer so alle 2 Jahre. War das wirklich so, dass auch echt immer die Leute sagten, von mir, der sieht ja aus wie neu in drin, ne? Aber. Shit! Jetzt habe ich mich. Guck an. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie hoch? Was mache ich denn jetzt? Verstehe ich nicht. Warte. Immer wenn ich aufhöre zu reden, muss ich mich konzentrieren. So. Lass das mal anders gestalten. Erstmal nehmen wir den hier mit. Okay. Und dann müsste ich den anderen auch betätigen können. Und dann läuft das. Das ist schon mal gut. Ja. Ach, Leute. Ist das nicht immer schön? Echt, dieses YouTube-Ding, das ist... Ihr glaubt gar nicht, was für... Wie schön das ist. Und Spaß bringt. Weil es Hobby, wie ich das schon mal oft jetzt gesagt habe, Hobby ist. Aber wie viel auch Ärger das schon mit sich gebracht hat, ne? Und du denkst dir so, warum? Warum? Jeder hat doch ein Hobby. Wenn jemand Handball spielt, Fußball spielt oder was weiß ich. Interessiert keinen Menschen. Meckert keiner. Alles kein Thema. Aber YouTube ist echt so gefühlt etwas, wo gerne gemeckert wird, ne? Yes! Okay, nehmen wir mal den mit. Das sollten wir doch hinbekommen. Oh ja! Yeah. Okay, doch nicht. Nochmal. Zack. Weiter. Hopp. Ja. Ja, was meine ich denn damit? Was meine ich mit Ärger? Ganz speziell auf jeden Fall, weil es halt mit dem Thema ja Sondeln ja immer war. Ärger mit... Also immer... Ich weiß nicht warum. Es ist nur... Ja, wo in diesem einen Bundesland, wo ich da unterwegs war. Nur dort so, ne? Gewesen. Überall haben die Leute ihre Ruhe, können machen, tun, wie sie möchten, ihren Privat, weil es halt ihre Privatsache ist. Und hier, in diesem einen Bundesland, wo ich da unterwegs war, da gab es so viel Ärger deswegen. Und so viel auch Inakzeptanz diesbezüglich. Und eine Aufruhr. Also unglaublich. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. Als ob ich dir etwas über die Geheimschätze... Was ist das? Das sind doch die Klauen. Ja, die habe ich. Moment mal, ich möchte dir etwas geben. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Aha. Eine Truhe. Hier, nimm das hier. Dort findest du eine super geheime Information. Okay, das habe ich mal wieder selbst übertroffen. Hörst du mir zu? In diesem Raum hier befindet sich ein Geheimzimmer. Und sag niemanden, aus welcher Lage du mich gerade befreit hast. Versprochen. In Ordnung. Vergiss das nicht, wenn du die Truhe öffnest. Also bis dann. Ich würde sagen, das ist eine Karte. Oh, Silvo, es kommt der Nächste. Alle wollen mit mir sprechen. Oh mein Gott. Hey, so sieht man sich wieder. Hey, tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig mit angehört. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Aber was sagt er da? Stimmt alles. Und irgendwo aus diesem Raum dringt ein leichter Windzug. Bin mir sicher, dass dir die Information in dieser Truhe von Nutzen sein wird. Dann. We will see, oder? Da, 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 da. Was ist es denn nun? Die Dungeon-Karte. Gut. Aha. Man sieht... In diesem Raum gibt es eine falsche Wand. Hinter dieser Wand befindet sich ein weiterer Raum. Dort wimmelt es von Ungehören im Untergrund. Deshalb halten wir uns von dort fern.
Könnte dort auch einen Geheimgang geben. Eieiei, es gibt aber hier viele Informationen in diesem Spiel. So, Karte. Gucken. Stopp, zurück. Früher war es so, wenn du bei Zelda wogegen gehauen hast, dann war das... Ah, jetzt habe ich keine Bombe. Da kam immer ein anderer Ton. Das hat immer so geklärt. Kling, kling, kling. Ist wirklich so. Also es hat wirklich so gemacht. Kling, kling, kling. Wie hat es gemacht? Kling, kling, kling. So war das. Wirklich wahr. Was ist hier drin? Ich muss zurück und mir Bomben holen. So kann ich mir den Weg hundertprozentig freisprengen. Einmal da runterhüpfen. Erstmal machen wir ihn hier mal weg. Oh, er hat uns wieder attackiert. So. Okay. Ja, also Ärger im Paradies gab es deswegen echt richtig, richtig viel. Ich weiß nicht, warum ich das... Wisst ihr, ich würde das nicht immer wieder ansprechen und erzählen, wenn es nicht wirklich so schlimm gewesen wäre. Eine so unglaubliche Belästigung und Diskriminierung, wie ich sie in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Und Bevormundung, Zensur, wo ich sage, wow. Ich will doch nur ein Hobby haben beim Sondeln, mehr nicht. Aber naja. Und wie gesagt, es ging ja, ist ja auch nicht davon von wegen, dass es hier nur von diesem Amt damals ausging. Sondern ja auch von denen, die dort auch gesucht haben in dem Bereich. Nicht alle. Nur so ein paar Spezialisten, wisst ihr? So ein alter Kern, der so ganz so verbissen war, seine Sachen zu bekommen. Guck mal, da oben ist irgendwie was. Das sieht verdächtig aus. Ah nee, das ist ja der Haken. Oh, nehmen wir die Bombe. Bitte. Also wenn, dann ist das echt einfach gewesen. Das war echt easy. Also für einen alten Zelda-Player war das kein starkes Geheimnis. Also noch mehr Informationen. Also es hätte mir gereicht, hätte ich die Dungeon-Karte bekommen. Und dann von wegen die Info, ja, diese Karte wird dir helfen. Oder was weiß ich. Oh, was ist das für ein Tier? Zack. Oha, den muss ich bestimmt von hinten angreifen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, das ist ja Pac-Man-mäßig. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir ihn machen. Oh, 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 oh. Ja, 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 perfekt für mich. Bats! Nein! Shit! Komm, komm, komm! Nein, nein! Nein, schneller! Oh. Das ist böse. Der darf mich nicht sehen. Okay, komm, 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 komm. Bam! Jetzt wird er böse. Jetzt wird er richtig böse. Jetzt wird er stinkig. Pass mal auf. Oh, 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 oh. Er wird auch schneller. Ah! Ah! Komm schon! Nein! Dreh dich doch um! Junge! Dreh dich um! Nein, nicht so! Oh! Junge, du! Meine Herren! Nerven auf Freiwand! Shit! Shit! Link! Einmal drehen! Echt! Oh! Gott! So, von wo kommt er? Ah! Nein, nein, nein! Oh, oh, oh Gott, wie knapp war das denn? Aber Link, du musst doch auch mal was machen, ey. Jetzt mal wirklich, du kriegst viel zu lahm. Bisschen mehr erwarte ich schon hier. Oh, verdammte Axt.
Hilft mir das aber auch ein bisschen. Das nervt jetzt aber auch. Ja, jetzt komm. Komm. Ohren hoch, Ohren hoch, Ohren hoch. Kriegt er nicht auf die Reihe, ne? Er kriegt's nicht hin. Shit! Ey, es kann doch nicht sein. Jetzt haben wir hier das im Kreis. Komm jetzt! Ja! Das sollte ausreichen. Jetzt komm schon. Es reicht nicht aus. Ich drehe am Zeiger. Jetzt! Ja, also. Hätte ich den eigentlich kaputt machen müssen? Unnötiger Stress. Ich kann's nicht glauben, ey. Ich dachte, das sei jetzt voll elementar wichtig, dass ich den besiege. Oh, eine Truhe. Ich jetzt den Kompass. Schlüssel! Yay! Super. Oh, ich habe wirklich keinen Spaß. Bin sogar ein bisschen schon aufgeregt auf die Fahrt morgen, ne? Freue mich ja tatsächlich sehr. Jetzt habe ich das geschafft. Ich habe den Schlüssel. Ich bin durch die Räumlichkeit... Stopp. Doch, ich kann dort zurück. Ich kann dort zurück und den holen. Mein Bruder. Perfekt. Ja, Freunde, Schlüssel gehabt. Speicherstelle. Das ist doch mal richtig gut. Ich finde, es war eine gute Runde. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne Like und Kommentar da. Und schreibt gerne sonst in die Kommentare, was ihr nochmal hören möchtet. Ist ja auch immer wichtig. So, let's go. Bis zum nächsten.